Wir begrüßen euch, liebe GSC-TV-Zuschauer aus dem GSC-TV-Studio. Ihr seht heute ein paar Bilder von unserem vergangenen Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Und danach zeigen wir euch das Heimspiel gegen Werder Bremen. Zu meiner rechten Seite sitzt wie immer Steve Ridder. Und zu meiner linken, auch im Jahr 2013, Hanno Schlüter. So, da sehen wir schon ein paar Szenen aus dem Spiel in Kiel. Ja, eigentlich sehen wir bloß drei Szenen, und zwar die drei Tore des Spiels. Wir haben das mal ein bisschen gekürzt, da wir ja noch einen längeren Bericht des Werder Bremen-Spiels haben gleich. Ja, ich sehe schon, das ist ein Tor nach dem nächsten hier gerade. Ja, nein, aber das ist natürlich, für Fußballfans ist das interessant, die wollen nämlich die ganze Aktion sehen und auch wie Fiete Sikora den Ball hier reinflankt. Tim Rubing unglücklich in die Mitte abwehrt und Kasper Johansen richtig steht. Kasper Johansen, dänischer Nationalspieler, ja. Mindestens. LED-Video mindestens National-Leinwand, ja, in Kiel. Absolut erstligareif, mindestens das Stadion. Also es hat wirklich Spaß gemacht, da drin zu spielen. Kann man jetzt hier auch mal offen sagen. Erstliga-Aktion von Verteidiger, wie heißt er? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Fiete Sikora das Tor gemacht und uns damit einen riesen Gefallen getan. Ja. Und jetzt böse Zungen behaupten, er hat mich jetzt zum Jubeln gerufen hier, aber das stimmt nicht, Herrn, oder? Ja, ich weiß nicht, hättest du mal hingehen können. Ja, hätte ich mal machen können. Aber ich spiele ja beim GSC. Deswegen freue ich mich auch mehr über dieses Tor als über das von meinem Kumpel Fiete Sikora. Denn Justin Eilers mit einer echten Traumaktion nimmt den Ball direkt. 2:1 haben wir nochmal kurz am Auswärtspunkt geschnuppert. Aber danach kam leider nichts mehr. Ja, Weltklasse-Aktion mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß. Obwohl bei Eiler weiß man das gar nicht so genau. Nein, der ist beidfüßig. Das war sexy gemacht, sexy abgeschlossen. Einfach kann, geil. Ich kann auch mit beiden Füßen stehen. Ja, aber Eiler kann mit beiden schießen. Und mit diesem schönen Schlusssatz gehen wir direkt rüber ins Bremen-Spiel. Ja, gut. Drei Punkte bleiben zu Hause. Servus, grüß dich. Ein kurzer Tipp für heute. So, mein Tipp für heute lautet etwa 3:1 für Goslar. Ja, durchaus zuversichtliche Worte vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Richtig. So richtig in Erfüllung gehen sollte das nicht. Glücklicherweise, also wenigstens der Frühling ist in Goslar mittlerweile eingezogen, ja, und der Platz ist nicht mehr weiß. Es wäre auch mal lustig, so ein Schneespiel zu kommentieren, aber naja. Ja, da sehen wir die beiden Kollegen, die an der Außenlinie stehen heute, zur linken Thomas Wolter. Und zur rechten Frank Eulberg. Ach echt. Richtig. Sehr gut. Und schwer zu erkennen an der Goslarer SC-Jacke. Richtig? Richtig. Ja. Werder Bremen heute in braun-gelb. Genau, hinein ins Spiel, also Werder natürlich in grün. Auch wenn der Witz nicht schlecht war von Hanno. Ja, fand ich auch. Und wir im typischen Blau. GSC, blau und weiß. Ja, euer Wasser ist unser Bier. Ja, sagen wir doch mal was zum Spiel. Werden wir mal ein bisschen seriös hier. Wir haben eine gute Anfangsphase. Genau, Anfangsphase gehabt. Wie wir hier sehen, eine schöne Aktion von Fischi. Doppelpass mit Eile. Der schießt, aber wird im letzten Moment noch abgewehrt. Ja, wie ihr vielleicht auch schon erkannt habt, wir haben eine neue Kameraperspektive von unserem neuen Kameraturm gegenüber der Haupttribüne. Man kann also die Haupttribüne auch mal sehen und die FKK-Villa-Bande, habe ich jetzt gerade nicht gesagt. So, da sehen wir unseren Torwart Nico Lauenstein, der gestern wieder in Topform war. Ja, wirklich eine super Leistung. Hat uns lange im Spiel gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Denn Bremen hat einen Angriff nach dem anderen gefahren. Ja, vor allem über den schnellen Onel Hernandez. Ich habe ihn in der Halbzeitpause schon in O schnell umbenannt. Ja. Im Hinspiel hieß er Golondes, aber die Jungs, das ist jetzt ein kleiner Insider, den erkläre ich vielleicht am Ende des Videos. Mal sehen. Okay. So, jetzt kommen wir auch schon direkt zum 0:1. Dann nimmt das unter, ja, De Bruyne, ja, der gestern mit einem Grashoff-Trikot durch die Gegend gelaufen ist. Und da möchte Kai vor dem angreifenden Marcel Wegner. Wegener, glaube ich. Wegner. Vorname heißt, weiß ich nicht. Klären und schiebt das Ding mit einem schönen Heber über Laui ins eigene Netz. Schade. Das war die Antwort des GSC. Eigentlich gleich ganz selbstbewusst und gut dagegen gehalten. Leider trifft Terzi das Tor. Aber der Torwart ist auf dem Posten. Und leider verfehlt der Ball von Fischi hier auch ein bisschen das Ziel. Denn wenn er den ein bisschen besser zur Eile in den Lauf spielt, dann kann er direkt aufs Tor gehen. So kann er nur zu Beli flanken, der den Ball ein bisschen unterschätzt. Dann Schrecksekunde vor der Halbzeit noch. Unser Mittelfeldregisseur Miro Katscher am Boden nach einem Zweikampf mit einem Bremer. Später sollte sich dann herausstellen, dass er leider einen dreifachen Rippenbruch erlitten hat. Er konnte nicht so richtig, hat nicht mehr so richtig Luft gekriegt. Ja. So. An dieser Stelle gute Besserung, Miro, falls du das hörst. Ja, gute Besserung, Miro. Und ins Spiel kam mit der 23 Raphael van der Mosley. Sieht er so aus? Nein, aber auch die 23. Ach so, na gut. Nicht schlecht, Hanno. Naja. Gut, hinein ins Spiel. Hier sehen wir eine weitere Weltklasse-Aktion von unserem Kapitän Nico Lauenstein. Jetzt im Anschluss. Den verdeckten Schuss noch zu halten, das ist eigentlich irre. Also
Das war schon echt Wahnsinn, muss ich mal so sagen. Hätte auch gut und gerne schon 2-0 zu diesem Zeitpunkt stehen können. Ja. Das war ein billiges Tor. Ja. Soweit das Halbzeitfazit unseres Edelfans und Kult, unserer Kultfigur Wolle Wolfersdorf. Ja. Ja, und dann Anfang zweiter Halbzeit, wir kamen eigentlich gut raus mit einer schönen Angriffsaktion. Eile legt super in den Rückraum zu Teschern. Doch wieder wird der Schuss abgeblockt. Ja, und dann rollte die Bremer Angriffswelle wieder. Ja, man muss sagen, die Bremer waren nicht sehr, waren nicht super stark, waren ja. Zwar, sind sehr recht dominant aufgetreten, haben das Ganze hier wieder super Aktion von Laui. Dann kommt leider der zweite Ball zurück in die Mitte und dann stehen da vier Leute um Johannes Wurz herum, der aber trotzdem den Ball ins Tor wurschtelt. Ja, wurzelt. Wurzelt. Das ist sehr ärgerlich, dieses 2-0, muss man so sagen. Ja. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und immer wieder Aktionen nach vorne gestartet, aber so richtig zwingend war es nicht, bis auf diese Aktion, die du ja auch im Stadion selber gefeiert hast, richtig? So ist es, da setzt sich Tim Rubing, das haben wir eben gesehen, einmal durchzieht, zwei, drei Gegenspieler, dann wird nach draußen gelegt auf Golombek, der trifft den Ball perfekt für die Flanke nach innen und Justin Eilers macht das, was ein Torjäger in dem Moment einfach machen muss. Er springt am höchsten, trifft den Ball gut und legt ihn in die Ecke. Das ist ein wahres Kopfballungeheuer, wie man hier sieht. Also das ist, ich kannte das bisher noch nicht von Eile, weil er war in allen Sachen richtig stark und im Kopfball war er nur stark und da ist er jetzt auch richtig stark. Ja, also richtig stark. Richtig stark. Eile insgesamt richtig stark. So wie die Konter der Bremer, aber Nico Lauenstein noch stärker. Richtig. Doch auch beim letzten Konter, den wir hier sehen, war unser Mann mit der Kapitänsbinde machtlos, denn... Muss man allerdings auch mal sagen, also wie kann das sein, dass nach einem Abwurf, der da so frei läuft, na gut, es ist die 90. Minute. Ja, wir haben aufgemacht. Ja, genau, wir haben aufgemacht. Gut, okay. Elfmeter, 3-1, Entscheidung. Und fertig. Und aus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sonst ist die Spielminute, SV wieder in Werder Bremen erhöht auf 1-3. Torschütze mit der Nummer 27, Johannes. Bei uns Nico Lauenstein und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Nico, heute für mich ganz klar aus der Beobachterposition. Ohne dich hätten wir das ein oder andere Türchen noch mehr gekriegt. Ja, sag uns noch mal ein, zwei Worte zum Spiel. Ihr wart spielbestimmt über weite Strecken und es hat vorne nicht geklingelt. Ja, wir waren spielbestimmt, wie die letzten Spiele auch schon. Das ist einfach unser großes Problem. Wir brauchen dringend einen Befreiungsschlag. Der Abstand nach unten wird immer kleiner und wir müssen irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen und da mal durch. Wir brauchen einen Sieg, egal wie. Egal wie. Thema Mission Klassenerhalt, was ja natürlich auch immer noch brandaktuell ist. Ist da ja, eine Mannschaft wie der SV Meppen, der selber eine eher durchwachsene Saison spielt, dann sowas wie ein Aufbaugegner? Ja, Aufbaugegner gibt es nicht. Nicht in der Liga normalerweise gar nicht und in der Verfassung, in der wir uns momentan befinden, sowieso nicht. Wir spielen immer sehr gefällig, aber es fehlt einfach das letzte Quäntchen. Wir machen zu viele Fehler und kassieren dadurch Tore. Und das kann man auf Dauer nicht vorne ausbügeln. Das geht nicht. Und ich halte die Spiele gegen direkte Konkurrenten für schwierigere Spiele als Kiel oder wie heute gegen Bremen, wo man im Prinzip als Außenseiter da ist. Alles klar, danke. Mein Trainer, es hat auch heute leider nicht sollen sein mit den ersten Punkten auf heimischem Platz im Jahr 2013. Ja, wir waren über weite Strecken spielbestimmt, haben eigentlich einen guten, sicheren Ball gespielt. Trotzdem hat es nicht gereicht. Vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, ich finde auch, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, dass wir gute Aktionen hatten und leider dann durch den ersten krassen Abwehrfehler in Rückstand geraten sind. Und das sind halt die Dinge, die im Moment die Mannschaft dann auch ein bisschen aus der Bahn werfen, weil wir dann natürlich selber das Spiel versuchen müssen zu machen. Und wir haben die Räume nicht für unsere schnellen Leute. Und damit wird es natürlich dann auch schwieriger, selbst in Situationen zu kommen. Und klar, und dann ärgerlich natürlich, dass du dann nach einem abgewehrten Standard, wo du nicht wach genug bist, um den zweiten Ball zu verteidigen, 2-0 dann kassierst. Und ich sage immer wieder, wir sind in der Lage, man sieht es ja auch, ein Tor zu machen und das kommt dann einfach zu spät.